Ich bin Jasmin, 26 Jahre und komme aus Hamburg. Und ich habe vor meiner Weiterbildung in einer kleinen Hamburger Agentur gearbeitet. Und dort vor allem, also mein Schwerpunkt war dann auch das Social Media Marketing und das Influencer Marketing, genau. Und durch meine Arbeitslosigkeit dann bin ich quasi zu Destart gekommen. Und du hast dir gedacht, weil du ja quasi doch schon aus der Richtung gekommen bist, du willst dein Wissen einfach noch ein bisschen vertiefen und dich da besser aufstellen. Ja, auf jeden Fall. Also das Thema hat mich super interessiert, Social Media Marketing, einfach weil es super vielseitig ist. Bin halt so ein Mensch, der gerne abwechslungsreiche Sachen mag und nicht immer nur eine Sache. Und ich finde, durch Strategie, Content und Ads, das ist ja so viel Verschiedenes. Und das fand ich spannend. Und ja, mein Wissen war da tatsächlich vor der Weiterbildung noch eher oberflächlich. Und das wollte ich einfach vertiefen, dass ich da einfach wirklich Experte werden kann. Und vor allem auch diese Strukturen. Mir haben noch komplett Struktur gefehlt in dem ganzen Wissen. Und ja, das habe ich mir so ein bisschen gewünscht. Und das war auch der Grund, warum ich mich für eine Weiterbildung entschieden habe. Und wie hast du uns gefunden? Also wie bist du auf uns gestoßen? Tatsächlich über die ganz normale Google-Suche. Ich wollte so oder so eine Weiterbildung machen und hatte dann einfach mal, der Bereich hat mich interessiert, da wollte ich mich mein Wissen quasi festigen. Und dann habe ich einfach gegoogelt und da gab es natürlich neben euch noch ein paar andere. Aber ich fand einfach, die Website hat mich total angesprochen. Es war einfach so jung, dynamisch und ich wollte halt nicht wie dieses Klassische, was ich aus der Uni kenne, mit Vorlesungen und Skripten. Und ja, das hatte ich halt bei euch gar nicht das Gefühl, dass das ja so eine langweilige Weiterbildung wird, sondern ganz im Gegenteil. Es sah alles sehr intuitiv aus. Und es hat mich einfach direkt angesprochen. Haben wir das denn auch erfüllt? Also es sah so aus, aber ist es denn auch so geworden, wie du dir das erhofft hast? Besser. Also, das hat die Erwartung ehrlicherweise deutlich übertroffen. Ich wusste nicht, dass es so umfangreich ist. Das hat mir mega gut gefallen. Also, es hat mir jetzt wirklich genau das, was mir eigentlich gefehlt hat. Diese Struktur, wie geht man Sachen an? Nicht einfach drauf los, weil vorher war es immer so, ja, mach mal einfach drauf los und ohne Plan und Struktur. Und das habt ihr halt zu 100% erfüllt, dass man jetzt halt wirklich weiß, wo muss ich anfangen, was muss ich beachten und wie gehe ich da voran. Und ja, das hat mega geholfen, also wirklich meine Erwartungen deutlich übertroffen. Auch mit den ganzen Praxisübungen, mega hilfreich, nicht nur die Theorie, sondern das Ganze auch nochmal in der Praxis umsetzen zu können. Und vor allem das Feedback, das war wirklich immer offen und ehrlich. Und das war genau das, was ich gebraucht habe, weil ich möchte ja mich verbessern und da ist konstruktives Feedback einfach das A und O. Gab es denn irgendeinen Bereich, wo du sagst, der hat dir besonders viel Spaß gemacht? Oder das war das, worauf du dich auch im Vorfeld vielleicht am meisten gefreut hast? Nee, ich fand eigentlich finde ich alle Bereiche spannend. Ich fand Strategie ganz interessant. Das ist wahrscheinlich für die meisten eher das Langweiligste, aber für mich war, ist das einfach das Wichtigste. Bevor man keine gute Strategie und Struktur hat, kann man auch nicht guten Content machen oder gute Ads. Und Ja. das fand ich sehr spannend, was man da alles beachten muss vorher. Aber ansonsten fand ich alle Bereiche. Also, wie gesagt, ich mag so das die Mischung aus dem kreativen Part mit Content-Erstellung, aber genauso gerne mag ich auch dieses Zahlen, die Ads, gucken, wie lief meine Kampagne. Und es ist wirklich die Gesamtmischung, die mir einfach gefällt beim Social Media Marketing. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das hättest du dir anders gewünscht oder da fehlte dir noch was? Nicht wirklich. Ich fand eigentlich alles sehr interessant. Klar, das Thema Selbstständigkeit, das ist für mich natürlich sehr interessant. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr Input gewünscht. Aber wie gesagt, wenn man irgendwie Fragen oder Rückmeldungen hatte, man konnte ja jederzeit auf euch zugehen. Und da gab es ja auch dann die ein oder andere Live-Session dazu. Und ich weiß ja auch, dass das in Arbeit ist mit dem Thema. Deswegen, ich kann mich nicht beschweren. Also, ich habe nichts Negatives quasi hier rausgenommen. Sehr gut. Du hast das Ganze ja auch über die Agentur für Arbeit gefördert bekommen. Ja. War der Weg schwierig oder war es für dich einfach, den Bildungsgutschein zu bekommen, die Kommunikation, diesen ganzen Weg zu bestreiten? Was musstest du dafür tun, damit das geklappt hat?
Ja, das war erstaunlich einfach, muss ich sagen. Ich dachte, es wäre sehr kompliziert. Ich hatte auch damals dann den Call mit David und dann meinte ich auch so, ja, das ist doch bestimmt, ich muss mich doch total rechtfertigen, warum ich das denn jetzt möchte. Und dieses ganze Bürokratische, man ist da ja, glaube ich, so ein bisschen negativ behaftet bei diesem ganzen Papierkram. Aber ich war sehr, sehr verblüfft, wie einfach es ging. Ich glaube, ich habe einfach nur mit meiner Beraterin sogar telefoniert, hat sie mir es zugeschickt, ich habe es ausgefüllt und fertig. Also das war gar nicht kompliziert und ich wusste es tatsächlich aber auch vorher gar nicht, dass es diesen Bildungsgutschein gibt. Ich habe das erst durch euch erfahren, auf eurer Website steht es ja und da bin ich überhaupt darauf aufmerksam ja, gemacht worden quasi, dass ich so eine Weiterbildung machen kann und dass sie halt zu 100% gefördert wird. Wem würdest du denn empfehlen, so eine Weiterbildung zu machen? Auf jeden Fall Leuten wie mich, die quasi schon vielleicht ein bisschen Ahnung haben in dem Gebiet, aber denen einfach diese Struktur fehlt. Mhm. Weil es gibt ja echt einige Tools, die wir hier auch kennengelernt haben, wo ich dachte, wow, hätte ich die damals früher kennengelernt, das hätte mir das Leben erleichtert in meiner Agenturzeit. Aber auch Firmen oder Agentur, gerade so kleine Unternehmen vielleicht auch, die jetzt vielleicht nicht das Budget haben, ja, große Agenturen zu beauftragen, dann sollen die lieber das Geld in die Hand nehmen und vielleicht Mitarbeiter fördern, der das dann betreut, weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn man einmal diese Weiterbildung gemacht hat, dann kann man das auch in die Hand nehmen. Ja. Genau, aber genauso jemand, der sich komplett neu orientieren möchte. Also ich fand jetzt nicht, dass das irgendwie kompliziert war oder dass man da, ich hatte zwar die Vorerfahrung, aber selbst wenn man sie nicht hat, also man kann das alles lernen. Also jeder, der man muss halt das Interesse mitbringen, aber sonst würde ich sagen, kann es jeder lernen. Ja, dafür ist sie ja quasi auch konzipiert, ne? Dass man quasi mit Vorerfahrungen trotzdem noch viel lernen kann, aber auch ohne Erfahrungen eigentlich gut einsteigen und sich das entsprechende Wissen eben aneignen, auch wenn man quasi ja absoluter Neuling auf dem Gebiet ist. Ja. Natürlich hat man Vorteile, wenn man schon so ein bisschen Vorerfahrung hat, weil man natürlich dann doch vieles kennt und dann schneller vorankommt. Oder ja, gerade das Sprachliche auch. Ne? Es gibt ja immer im Marketing immer so die Sprachen, die Wörter, die englischen Begriffe. Ja. Das kannte ich halt schon. Aber ich meine, auch da habt ihr ein Wörterbuch. Man kann das alles nachlesen. Also es ist nicht so, dass man da nichts versteht. Also das ist super. Ja. Hat dir die Weiterbildung Spaß gemacht? Ja, 100%. Ich bin traurig, dass sie vorbei ist, muss ich sagen. Ich finde auch, dass man, obwohl es halt eine Online-Weiterbildung ist, trotzdem irgendwie so sehr nah mit dem Team zusammenwächst, auch mit den Leuten, die quasi in dem Kurs sind. Und das finde ich auch so toll, dass man sich halt untereinander austauschen kann, wenn man quasi die ähnliche Interessen hat, ob es jetzt beruflich ist oder privat. Man ist über LinkedIn vernetzt. Ich zum Beispiel habe LinkedIn vor dieser Zeit kaum genutzt. Konnte ich irgendwie nicht so richtig was mit anfangen, aber jetzt, dadurch, dass man sich halt mit allen so vernetzen kann und austauschen kann, hat das auch mir geholfen, die ein oder anderen Kontakte auf jeden Fall schon zu knüpfen. Und gerade im Thema Selbstständigkeit ist das ja auch ein bisschen das A und O, ein ordentliches Netzwerk aufzubauen. Genau, also bei dir haben wir so einen Fall mit Selbstständigkeit im Fokus, was auch total spannend für uns ist, ne? Weil wir haben ja ganz, ganz viele Teilnehmer, die danach einfach in ein Angestelltenverhältnis gehen oder eben wirklich für ihr Unternehmen dann Social Media umsetzen und da in die in die Marketing- oder Social Media Bereich dann eintauchen und das Ganze umsetzen. Aber wir haben eben auch Teilnehmer, die sich selbstständig machen. Und das ist für uns halt auch immer super spannend, das zu sehen, zu beobachten, mitzuverfolgen, wie es da weitergeht. Und ja, auch dann zu sehen, wenn das Ganze wirklich erfolgreich ist, weil das ist natürlich, ist halt schön, diesen Weg mitzuverfolgen und dann auch zu wissen, dass man natürlich auch so ein Stück weit diesen Weg mitgeebnet hat. Das ist für uns ja auch eine tolle Sache. Auf jeden Fall. Also ich habe da auf jeden Fall den Grundbaustein gelegt. Also das ist eben das, was mir vorher schon gefehlt hat. Man sagt ja immer so, das Fundament muss erstmal gelegt sein, bevor man das Haus bauen kann. Und ich würde mal sagen, ihr habt das Fundament auf jeden Fall gut gemacht. Sehr schön. Gibt es denn irgendwas, worauf du dich in diesem, ja, oder in deinen Zukunftsplänen am meisten freust? Also gerade im Hinblick auf Social Media natürlich. Oder auf die Tätigkeit dann auch selbstständig in dem Bereich zu sein? Ja, ich freue mich auf jeden Fall, das Wissen jetzt mal umzusetzen. Ich meine, wir haben das ja in den Praxisübungen auch schon umsetzen können, aber einfach mal an realen Beispielen, sage ich mal, an Kunden, an verschiedenen. Ich bin vor allem gespannt,
auf die verschiedenen Themen, die dann Kunden mitbringen. Das ist ja wirklich individuell dann, was man quasi braucht oder mit welcher Plattform man arbeitet. Und ich freue mich einfach jetzt auf diese praktische Erfahrung. Und ja, das ist eigentlich das, worauf ich mich jetzt am meisten freue. Das ist auf jeden Fall ein spannender Weg vor dir. Ja. Ich bin auch super gespannt, wie es für dich weitergeht. Und wir werden das aktiv mitverfolgen und dir natürlich trotzdem auch nach der Weiterbildung weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen, wo wir können. Und ja, ich danke dir erstmal für deine Zeit, für deine Erfahrungen, dass du das mit uns geteilt hast und wünsche dir super viel Erfolg für deinen zukünftigen Weg. Dankeschön, sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut.